an dieser Stelle, wo der Baum hier nicht wachsen will, möchte ich ein altrömisches Latrinenmuseum bauen. Ach, was ist denn da hinten passiert? Da hat doch irgendeine Bäume abgeholzt. Schwebende Blätter. So, wir sind ja gleich zu Hause. Die Schweineinsel, da sehen wir schon die Wüste. So, hier ist jetzt ein bisschen kritisch das Ganze hier. Aber hier fängt die Wüste an, an deren anderen Ende ich dann die Sandfarm habe. Und wenn wir dann dort eine... Ja, das muss ich auch nochmal machen. Dass ich an jede Station so eine Kiste stelle. Ach, da ist ja schon die Station. Das ist ja wirklich nicht weit. Wo war sie jetzt da? Dass ich an jede Station hier eine Kiste mit einem Minecart stelle. So. QR-Code, genau. Ich sage euch nicht, auf welche Website das zugreifen. Ja, das ist aber auf jeden Fall nichts Schlimmes. Es sind keine pornografischen Seiten und so weiter. Es ist auch nichts Frauenfeindliches und nichts Rassistisches dabei. So, da sind wir. Ach, ist das schön, wieder in die Heimat zurückzukommen. Hier haben wir unser Zuckerrohr, was wir jetzt eigentlich ja gar nicht mehr brauchten. Doch, Zuckerrohr vielleicht schon. Bambus brauchen wir nicht. So, dann laufen wir mal die Treppe hoch. Ach, ist das schön. Ich bin wieder zu Hause. Das sind richtig schöne heimatliche Gefühle, wenn man hier... Kennt ihr das übrigens? Also... Es gibt zum Beispiel so eine, die Autobahn, welche ist denn das jetzt, die von Göttingen nach Hannover führt, die A3, glaube ich, an Hildesheim vorbei, ne, meinem Geburtsort. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, irgendwie, das merkt man im Inneren. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, da links die Stadt liegen zu sehen mit dem großen Kirchturm. Das ist irgendwie Heimat. Oder da, wo ich gewohnt habe bisher an der Mosel. Der Ort war sehr markant durch eine Burg oben drüber. Und gut, es haben sehr viele Orte Burgen. Ich kenne, glaube ich, bestimmt 10 oder 15, die Burgen haben. Aber wenn man dann da ankam, ich meine, da habe ich 20 Jahre gewohnt, dann... ist das schon was, dann merkt man das auch irgendwie, dass man sich im Innern darüber freut, dass man da angekommen ist. Und genau das gleiche hat man jetzt auch sogar in Minecraft hier, wenn man dann diesen Berg vor sich sieht mit der schönen Bebauung. So. Tun wir mal alles ins Lager. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal eine Weile. Ja, sieht gut gefüllt aus hier, die Kiste jetzt. Doch, doch. Sie ist sogar sehr gut gefüllt. Da kriegen wir nämlich jetzt nichts mehr rein. Ich
So, dann tun wir mal die Falltür hier rein. Die Blumen hatte ich hier drin, oder? Eigentlich da sind auch welche. Ach, und da sind auch. Nee, da sind keine. So, ich werde mich jetzt mal kurz abmelden und werde Versionswechsel machen mitten im Let's Play. Bis gleich. Und da bin ich jetzt wieder mit der Minimap und mit der Version 1.6.4. So, wunderbar. Das hat ja herrlich geklappt und jetzt haben wir natürlich diesen Timbermod nicht mehr. Ach, ich hätte noch hier die Dinge noch abhacken sollen da hinten. Na gut, ist egal. So, was machen wir jetzt? Ich werde mal ein bisschen was skizzieren. Nämlich mit Cobblestone. Haben wir nicht hier? Cobblestone hier. Pflasterstone. Das ist ja dasselbe wie Cobblestone. So, Pflasterstone. Ich werde mal ein bisschen was skizzieren. Bevor es dann wieder dunkel wird. Und ich dann das erste Projekt angehe. Dieses werden jetzt nur Planungen sein, damit ihr mal seht, wo da was hinkommen soll. Hätte ich das mal hier mit... ja, ist Platz genug. Habe ich da noch Schilder? Nee. Irgendjemand hat mir ja gesagt, ja, sollte man doch bitte nicht aufhören mit dem Let's Play. Und da habe ich ihm mal vorgerechnet, was ich alles noch machen wollte. Also, ich möchte hier zum Beispiel an dieser Stelle, wo der Baum hier nicht wachsen will, möchte ich ein altrömisches Latrinenmuseum bauen. Ja, gut. Bin ich jetzt auf... Ja, auf schwer, okay. Ich glaube, das bleibt ja erhalten, egal dann, ob man den Wechsel macht von einer Version zur anderen oder nicht. So, und hier möchte ich meinen Regierungssitz hinbauen. Der Regierungssitz, den werde ich jetzt mal kurz skizzieren. Moment, also ich hatte, glaube ich, gesagt, hier und da, ne? Soll, nee, eins weiter oder sogar zwei weiter. So, es soll nämlich eins, zwei, drei. So, das skizzieren wir noch mal kurz hier. 1, 2, 3. Ist das jetzt richtig? 1, 2, 3. Ja, genau. So runter auch. Das muss dann symmetrisch sein. 1, 2, 3. Genau. Oder? Doch, es müssen 5 in der Mitte sein. So ist es richtig. So, hier machen wir dann 6 hin. 1, 2, 3. Hier 5. 6. Sind ja dann doch 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, ist richtig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das ist verkehrt, er muss einen nach links. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Ende.
und dann hier ein, ja, das ist halt dann der Nachteil, wenn man diesen Timbermod nicht drin hat, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben wir noch was? Ja, Pflasterstein haben wir noch genug. So, da müssten wir jetzt genau in der, oh ja, wir müssen uns gleich mal hinlegen, ja. Noch geht's nicht. So, wir müssten jetzt hier in der gleichen Höhe sein wieder hin. Ja, stimmt auch. Stimmt auch. Immer noch nicht. Okay, dann machen wir hier nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, zack, zack. 1, 2, zack, zack. 1, 2 und dann hier jetzt so ein Pfosten. Aber jetzt muss es doch gehen mit dem Schlafen.